Ayo. 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 Ayo, Rizzo the Mac is back in dem Game. Rizzo the Mac is back im Dreck, meine Freunde. Flex, flex, flex. Ja, ihr habt richtig gehört. Rizzo the Mac, sich zu blamieren, ist ein Zweck. Is back in the game. Uns, Leute. Uns. Und uns. Ja, ihr habt richtig gehört. Rizzo the Mac. Was ihm fehlt, ist Respekt! Erwähnt nicht meinen Namen, nimmt meinen Namen nicht in den Mund. Rizzo, dem Act, hat doch Crack im Head. Ist back. Hier, Flex auf den dreckigen Neider. Flex, Digga. Meine Freunde, es ist endlich wieder soweit. Flex, 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 Flex. Es wird wieder geflext. Ich bin einfach nur Fame. Mein Lieblings-YouTuber hat neue Videos. Oh mein Gott! Und ich bin ein bisschen enttäuscht, denn eines der neuen Videos ist tatsächlich an mich gerichtet. Aber scheiß drauf, wir schauen uns das jetzt an. Wir schauen uns das einfach an. Setzt euch hin, wir schauen uns das an. Setzt euch einfach hin. Ayo, Rizzo the Mac is back in dem Game. Flex, 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 fuck the haters. Und ich wollte ganz kurz sagen, Digga, ich habe heute ein Thema anzusprechen und zwar gegen diese ganzen Scheiß-Neider, die meinen, mich hier runterkriegen zu müssen oder mich irgendwie zu beleidigen oder... Neider? Wer ist auf sowas neidisch? What the fuck, Alter? Was erzählst du, Mann? Videos gegen mich zu machen, nur über die Fame wollen, nur über die... Er hat es getan! Re zu dem Act! Meine Freunde, Re zu dem Act hat offiziell auf meine Videos reagiert. Er hat endlich Stellung bezogen zu den Videos. Das ist ja der Hammer. Von dem krassesten YouTuber in Deutschland erwähnt zu werden. Ich habe ausgesorgt. Der Überking. Der Überbiss. Überboss. Die Fame wollen, weil ihr selber nicht so schissen bekommt, müsst ihr gegen mich Videos machen, damit ihr bisschen an Reichweite kommt, damit ihr bisschen Klicks generiert, damit ihr Likes oder sonst was in eurem Scheiß-Channel macht, was eh kein Jucken wird. Oh Mann, das ist geil, ey. Er hat einfach 10.000 Abonnenten, wovon, glaube ich, 8.000 oder 9.000 gekauft sind. Man kann sich da mal selber sein Bild machen und man muss sich da, glaube ich, nicht mit YouTube auskennen, um das endlich kapiert zu haben. Was der für eine Scheiße Quatsch, Digga. Ey, und wir alle wissen es und trotzdem haut er so einen Spruch raus, weil wir Fame wollen. Das Ding ist, selbst wenn diese 10.000 Abonnenten real werden, also nehmen wir wirklich mal an, ja, er hätte jetzt 10.000 Abonnenten, die ihn feiern würden. Selbst das ist kein Kanal, an dem man sich hochzieht. Das ist halt einfach der Punkt, der regt mich einfach auf, Digga, guck mal. Ich bin einfach der King, Digga, keiner kann mich stoppen, Digga, keiner kann meinen Hype bremsen. Niemand kann mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie, keine Ahnung. Ja. Das stimmt. Niemand kann dich ausbremsen und niemand kann dich bloßstellen. Das ist richtig. Da hat er endlich mal recht. Denn das Ding ist, du machst es selber, Digga. Du machst es einfach selber mit jedem Satz, der aus deinem Mund kommt, Alter. Mich juckt ihr nicht. Digga, ihr juckt mich null. Nein! Wenn ich gerade aufs Klo gehen würde und fett scheißen würde, genau so juckt ihr mich. Und zwar gar nicht, Digga. Genau aus dem Grund machst du bestimmt auch diese ganzen Videos. Genau aus dem Grund guckst du mich gerade wie so ein Psycho an. Obwohl ich das auch nicht ernst nehmen kann, wenn ich diese Bommel sehe. Warum zur Hölle hast du dir so ein Haargummi vorne reingehauen, Alter? Was ist das für eine Wannabe-Alec-Frisur? Oh Mann, Alter. Das ist, glaube ich, schon ein alter Scherz. Es gibt ja viele, die seine Masche verstanden haben, dass er jetzt hier auf, keine Ahnung, polarisiert mit Tanzverbot oder wie Alec oder wie Drachenlord oder keine Ahnung, was er sich da alles für YouTube-Vorbilder rausgesucht hat. Auf jeden Fall merkt man das sehr deutlich, dass er nicht seine eigenen Stiefel fährt, sondern irgendwie von jedem gehateten YouTuber irgendwie was zusammenmischt und versucht, sein eigenes Gebräu daraus herzustellen. Aber ja, wir wissen alle, dass es dich wirklich juckt, sonst würdest du dich nicht darüber aufregen, Mann. Aber das juckt, das checkt ihr nicht, weil ihr so dumm seid im Gehirn. Aber ist doch nicht schlimm, Leute. Das Ding ist halt einfach, hört auf, Videos gegen mich zu machen. Hört auf, endlich meinen Drecksnamen in eurem Scheißvideo zu erwähnen oder sonst was, Alter. Deine Eltern. Macht doch Videos gegen irgendjemand anderen. Und erwähnt meinen Namen nicht in den Mund, sonst kriegt ihr denn alle von mir zu tun, Alter. Ganz ehrlich, dann kriegt jeder von euch eine Quittung. Jeder von euch, der meinen Scheißnamen in den Mund nimmt, Alter. Challenge! Challenge!
Das war eine Challenge-Ansage. Und wir wissen doch auch alle, dass du das auch willst. Mach doch nicht immer so, als ob du das nicht möchtest. Wir wissen doch, dass du diese Aufmerksamkeit möchtest. Wir wissen doch, dass du diese Negativität brauchst, um nachts einschlafen zu können und deinen Eltern noch mehr Sorgen zu machen, die regelmäßig dein Zimmer raiden und dich vom Stream versuchen abzuhalten, weil sie wissen, dass du dich da voll zum Apfel machst, Mann. Aber ich sag dir eins, es wird einfach nicht aufhören. Solange du uns so unterhaltsamen Shit bietest, werde ich das immer wieder aufgreifen. Du bist doch mein Vorbild, Mann. Du bist doch mein Lieblings-YouTuber. Du bist alles das, was ich unbedingt sein will, Bro. Natürlich nehme ich deinen Namen in den Mund. Natürlich mache ich Videos über dich. Natürlich will ich mich am größten YouTuber Deutschlands hochziehen. Das kannst du mir nicht verbieten, Alter. Du kannst mir doch meine Leidenschaft nicht nehmen. Keiner kann meinen Hype stoppen. Jeder ist neidisch auf meinen Hype. Und jeder, der ein Dislike drückt, ist ein dreckiger Neider. Vor allem bei meinem Song. Mein Song war geiler als alles andere auf dieser Welt, Digga. Flex, ich bin der Beste auf der Welt. Mein Song war so geil. So. Okay, Leute, da müssen wir doch mal kurz. Nee. Da müssen wir mal ganz kurz Stopp machen und ihm zwei Gefallen tun. Achso, hier habe ich schon gedisliked. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dann gucken wir doch gleich nochmal nach seinem Song. Habe ich auch schon gedisliked. Okay, cool, alles klar. Jetzt bereit für den Scheiß und ich kämpfe am Mic für den Preis. Umgeben von Hass oder Neid, ja ich bin ziemlich nice und arrogant. Ihr seid irgendwie irrelevant. Zu arrogant, doch hochinteressant. Die Meinung der anderen ist amüsant. Hol mir Popcorn und Chips und bleibe gechillt. Das Leben ist halt einfach wie im Kino ein Film. Denn du bist mittendrin, du kommst nicht mehr raus. Die sagen, was sie sagen und ich hör gar nicht drauf. Ja, ich bin jetzt der King und trinke ein Gin. Denn ich mach, was ich mach, like a star. Mein Song war so geil, Digga. Mein Song war so Burner, Digga. Jeder hat's angeschaut, Digga. Jeder. 1900 Klicks. Mein Song war so geil, Digga. Mein Song war so Burner, Digga. Arrogant. Mein Song war so geil, Digga. Mein Song war so Burner, Digga. Mir scheißegal, wer kommt. Ich bleib die Nummer 1 auf der ganzen Weltskala. Mir scheißegal, wer was sagt, Alter. Pisst euch, Digga. Stoppt mal euer Gesicht. Macht Stopp mal wollt, dein Alter. Gesicht. Euer Leben. Unser Lieblings-Hashtag. Oh, stopp mal dein Gesicht. Erwähnt nicht meinen Namen in eurem dreckigen Mund oder sonst was. Macht nicht Videos gegen mich, sonst kriegt ihr alles mit mir zu tun. React. Wenn es mit mir zu tun hat, glaubt mir, der hier kommt nicht leben. Also kommt. Boah, ich weiß es gar nicht, Alter. Ist mir scheißegal. So, wie gesagt, gar nicht. Ich werde auf niemanden reagieren oder sonst was, Alter. Ist mir scheißegal. Und jeder, der denkt, der kann mich verarschen, weil er Videos gegen mich macht oder mich damit runterkriegen kann. Ah, da habt ihr euch geschnitten, Digga. Digga, wir können dich nicht runterkriegen. Du bist schon ganz unten. Das ist das Problem. Du bist so weit unten, dass es einfach keiner schafft, dir folgen zu können. Ja, und ob ihr mir Dislikes gibt oder Likes, das juckt mich auch nicht. Doppelüberkreuzung des der Tausends, Alter, ist mir auch egal. Hat der schon wieder einen neuen Hashtag gesetzt? Dieser Typ setzt Trends, Alter. Das muss man ihm lassen. Doppelüberkreuzung des Jahrtausends. Geil. Wenn ihr Ehrenmänner seid, dann schaut ihr alle auf Instagram vorbei und liked mein neues Bild, Junge. Ich bin Justin Bieber in Germany, Alter. Guck, ich... Das hat er nicht gesagt, ey. Ey, Bro, Alter, du... Ey. Der übertreibt ja immer mehr, ey. Ich bin einfach nur Fame. Ich bin einfach nur geil. Ich hab einfach Style. Ich hab Flex. Ich hab alles, Digga. Hier, Flex auf den dreckigen Neider. Flex, Digga. So, was ich noch sagen wollte, Digga, ganz ehrlich, haltet euer Maul. Das muss ich mir nochmal reinziehen. Neues Bild, Junge, ich bin Justin Bieber in Germany, Alter. Guck, ich bin einfach nur Fame. Ich bin einfach nur... Guck, ich bin einfach nur Fame. Sollen wir das jetzt an deinen Haaren erkennen, oder was, dass du einfach nur Fame bist? Wenn wir das schon an deinem YouTube-Kanal und an deinem anderen Scheiß nicht erkennen können. Was toll, Alter. Damit würde ich sagen, Leute, der King von Germany, also der Prince of Germany ist jetzt raus. Haut rein. Fickt euch ins Knie. Peace. Er hat es echt geschafft, dass ich in den letzten Momenten nochmal sprachlos geworden bin, ey. Wisst ihr, was ich eigentlich am witzigsten finde? Jetzt mal den ganzen Spaß beiseite so. Er macht Video über Video über Video über Video, wo der richtig heftig ausfallend wird. Der nimmt Sprache in den Mund. Alter Schwede, für sein Alter von 12, 13 Jahren oder wie alt er auch immer ist. Keine Ahnung, ich kann es nur schätzen.
So. Nimmt der Kraftausdrücke in den Mund. Ich weiß, glaube ich, auch, warum er die ganze Zeit im Video versucht hat, so leise zu sein. Ich könnte wetten, seine Eltern waren schon wieder in der Nähe und hätten ihm wahrscheinlich Schellen gegeben, dass er in seinem Kinderzimmer immer noch nach um 12 so eine Scheiße macht. Und ich hätte ehrlich gesagt auch langsam Angst anstelle der Eltern, dass das irgendwann zur zweiten Schanze hier wird. Er wünscht sich das ja. Er fordert ja quasi dazu auf. Das ist ja schon das Nächste. Nicht nur diese obszöne Sprache, was man schon als Hassreden interpretieren kann. Ihr wisst wahrscheinlich langsam, worauf ich hinaus will. Er ruft ja förmlich Leute dazu auf, ihn zu besuchen. Und provoziert auch förmlich, dass die Leute einen Move machen. So. Also, er will das ja, ja. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich dann, warum werden meine Videos gesperrt, wo ich einfach nur Satire und Parodie an den Tag lege. Und dann sowas hier, was wirklich ernst gemeint ist. Also da muss er echt schon krass schauspielern, dass er das nicht ernst meint. Und er dann so Beleidigung nach Beleidigung rausschmeißt. Und es wird auch Leute geben, die das Ding gemeldet haben. Ich frage mich wirklich, wieso er in jedem Video noch gestörter auftreten kann und einfach damit durchkommt. So, warum werden meine Videos gestrikt? Warum kriege ich eine Community-Richtlinienverstoß? Und er macht einfach, was er will, so. Und das ist den Leuten scheißegal. Ja gut, vielleicht wird er auch einfach nicht ernst genommen. Das kann ich mir auch fast ganz gut vorstellen. Es gibt auf jeden Fall auch noch ein zweites Video. Bevor wir uns das aber angucken, möchte ich mir diese Kommentare reinziehen, weil die sind meistens richtig witzig. So, erstmal ranzoomen hier. Ropes schreibt, Fame, haha, kann ich ein bisschen verstehen, aber sich dein King nennen tut schon weh. Bisschen. Drachenlord 2.0. Ja, das wäre halt gerne, ne? Ich will eine Quittung. Ich auch, Alter. Ich krieg keine Quittung. Er wählt uns nur indirekt, Bro. Wie selbstverliebt muss man sein, um sich King und Besten der Welt zu nennen? Du hast keinen Fame, Bro. Das stimmt. Dein Song ist genauso minderwertig wie deine dummen Aussagen und darf man deine Videos nicht disliken? Das hat was mit Meinungsverschiedenheiten zu tun. Du nennst dich die Nummer 1 auf der Welt und bettelst um Likes auf dein neues Instagram-Bild. Du bist so ein selbstverliebter Bastard, weil du denkst, dass du ansatzweise Fame hast. Das ist ganz gut auf den Punkt gebracht, ne? Deine 300 Zuschauer auf YouNow hast du nur, weil dich alle auslachen. So, und was hast du für ein lächerliches Kondom in den Haaren? Du stehst nur darauf, dich von den Eltern den Arsch zu lassen. Ja, dein Song geil, hätten die mehr angeguckt. Du hast eine bessere Bewertung. Mit deinen 10k bist du auf YouTube ebenso nichts Großes. Ich habe ebenso dein Video gesehen, wo deine Freundin darum gebettelt hat, dass du deinen Gammelstream ausmachen sollst. Und ich juck das nicht wegen deinen Likes und Zuschauern. Was war das für eine lächerliche Aktion? Deine Freundin Stich zu lassen wegen Likes. Du bist so ein minderwertiges Stück Scheiße, das denkt, er wäre krass mit seinen paar Likes und so seinem Video mit 1 Million aufrufen, obwohl das nicht mal dein Content ist. Boom! Da haben wir es wieder, meine Freunde. Da haben wir genau den Punkt, den ich angesprochen habe. Er bringt es einfach auf den Punkt. Sorry, hast du was gesagt? Ich sehe die ganze Zeit nur eine riesige Zahnlücke. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich heute so einen abartigen Mongo sehen werde. Danke, schätze ich mal. Warum flüsterst du so? Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich könnte wetten, die Eltern waren einfach in der Bude, ey. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Video, meine Freunde. Ja, es gibt ein Bonusvideo für heute. Es gibt ein zweites Video von unserem absoluten Lieblingsmogul auf YouTube. Und das heißt das Ende von Drachenlord. Oh mein Gott, da haben sich ja zwei gefunden, ey. Ayo, Rizzo the Mac is back in dem Game. Und bevor ich mit meinem Thema anfange, wollte ich ganz kurz was sagen. Und zwar, dass meine Army nicht React Army heißt, sondern Banana Gang, Leute. Hashtag Banana Gang, Leute. Warum Banana Gang? Ganz einfach, weil ich die längste Banane der Welt habe. Und weil ich gerne Bananen esse. Das glaube ich jetzt nicht. Eine Army nicht React Army heißt, sondern Banana Gang, Leute. Hashtag Banana Gang, Leute. Warum Banana Gang? Ganz einfach, weil ich die längste Banane der Welt habe und weil ich gerne Banane esse. Ist das dein Ernst, Junge? Ist das sein Scheiß Ernst? Unfassbar. Unfassbar. Das hat er nicht gesagt.
Das hat er nicht gesagt. Ey, ganz ehrlich, Leute. Seine Freundin hat sich vor wenigen Stunden bei mir gemeldet. Ist kein Scheiß. Beziehungsweise seine Ex-Freundin, die Justine, die auch in diesem Stream war, die alle kennen in Verbindung mit ihm. Und hat sich sogar noch über ihn lustig gemacht. Verbreiten wir auf ganz YouTube und dann übernehmen wir alles. Genauso wie auf YouNow und überall. Ja. So. 2 hours later. Und dieses Video ist nicht, um dich irgendwie runterzumachen. Dieses Video ist einfach, warum ich den Titel jetzt nenne, das Ende von Drachenlord. Weil du einfach eine... Du bist einfach Abschaum, Digga. Was anderes fällt mir gar nicht zu dir ein. Und der zweite Punkt ist einfach, dass du einfach mal vercheckst, was du für ein Mensch bist. Was du mir angetan hast, Digga. Ich wollte dir wirklich nichts Böses. Es geht ja prinzipiell nur um die Aussage, dass Drachenlord irgendwie zu ihm gesagt hat, ich war nicht in deinem scheiß Stream oder sowas. Das hat ihn jetzt zerstört oder was? Das hat ihn jetzt sein Leben umgekrempelt und er muss jetzt versuchen, wieder alles neu zu ordnen oder was ist da los? Aber er hat auf jeden Fall recht. Er braucht auf jeden Fall niemanden. Er kopiert auch niemanden. Ich finde es ja schon ziemlich nice, dass er genau dasselbe Motto auf dem Cap hat wie ich, obwohl mein Cap tatsächlich von der Marke Hype ist. Das reicht mir definitiv als heutige Dosis. Und einen Kommentar habe ich tatsächlich schon hinterlassen. Kampfstachel-Gang trifft's eher. Ich finde es mutig, dass du trotz deiner Behinderung Videos machst. Richtig, Hashtag Banana, deine Hashtag Gang. Bist ein noch größerer Sohn als Drachenlord. Glückwunsch. Hey, wie wäre es, wenn du dich selbstständig machst mit einem Haut-mir-in-die-Fresse-Gewerbe? Das richtige Gesicht dafür hast du und deine Ausdrucksweise sowie Gestikulierung trägt dir übrigens dazu bei, würde Geld dafür zahlen. Oh mein Gott, ey. Narzisstischer Lauch regt sich über einen narzisstischen Fettsack auf. Ich finde, dass du sehr mutig und offen mit deiner durch eine frühkindliche Hirnschädigung induzierten geistigen Behinderung umgehst. Weiter so. Du hast die längste Banane der Welt und isst gern Bananen und trinkst gern Bananensaft. Hui, also ich habe selten so jemanden gesehen, der sich selbst so hart das Bein stellt. Pass übrigens auf, dass deine Arme beim Wedeln nicht durch den Luftwiderstand brechen. Der Typ ist geil, warum schreibt er immer die geilsten Kommentare? Ich feiere diesen Typen.